wenn dann viele Leute fragen, ja, bringt das denn was? Schau da einfach die Jungs aus der Tour an. Wenn die sowas machen und die können es einfach mal ein deutliches Stückchen besser als wir zusammen, dann wird das uns auf jeden Fall helfen. Das heißt, wir reden wie über so viel Daten und alles und dann ist das Wichtigste jetzt erstmal, wie die Höhle sowieso aussieht. Ne? Aber du siehst zum Beispiel beim Spitzentreffer jetzt hier, hast du keinen Längenverlust, der rollt genauso stabil weiter. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das trifft sich gut, weil genau in diese Scharte sticht nämlich eben die neue Patteriege rein. Pro-Tipps und Fitting in einem. Deswegen, wie gesagt, ist es immer so ein bisschen ein Misch aus Materialfitting und auch dem ein oder anderen Setup-Thema und sowas. Ja. Gut, dann nehme ich dir mit. Danke. Meine Empfehlung, die hast du da in der Hand. Good Golf aus dem National Performance Center von Callaway in Eichenried. Ich muss es euch ja eigentlich gar nicht mehr zeigen bzw. vorstellen. Ihr kennt das mittlerweile. Ich habe hier meine Eisen gefittet, meine Paradigm-Eisen, die ich das erste halbe Jahr gespielt habe. Und ich bin ja jetzt umgestiegen auf die Apex Pro. Das habe ich hier gemacht, immer mit Florian Rieger. Der arbeitet für Callaway und ist ein wirklich toller Fitter. Ihr habt den jetzt auch schon ein paar Mal kennengelernt. Ich war mit ihm auch schon draußen spielen. Er ist eigentlich Golf-Professional, auch lange als Teaching-Pro gearbeitet und ist auch ein überragender Golfspieler. Netter Kerl sowieso. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo dalassen, das ist auch wirklich ganz wichtig. Ich sage es immer wieder dazu. Ich glaube, knapp 60%, 70% sogar von euch schauen diese Videos regelmäßig, ohne ein Abo dazulassen. Da muss ich schimpfen. Also klickt auf Abonnieren und im Idealfall auch noch auf die Glocke und dann verpasst ihr wirklich gar nichts. Warum bin ich heute schon wieder hier? Schaut mal hinter mir, steht es fett an der Wand. Und hinter mir stehen sie auch an der Wand, neue Putter. Und was es mit denen auf sich hat und was künstliche Intelligenz damit zu tun hat, das verrät euch jetzt Flo Rieger. Da ist er. Servus, gut Golf. Habe ich dich gut Golf, genau. Oh, gut Golf, richtig. Habe ich dich richtig vorgestellt? Ja, der Name war richtig ausgesprochen, ist korrekt. Teaching Professional, ne? Ja. Ausgebildeter, PGA. Genau. PGA Fully Qualified, wie es sich so schön nennt. Ja. Fully Qualified. Fully Qualified. So, und jetzt ist Flo seit wann bei Callaway? Offiziell letztes Jahr angefangen, 1.1. Und ja, im zweiten Jahr bin ich jetzt quasi. Im zweiten Jahr. Genau. Und was machst du genau? Wie schaut so dein, vielleicht jetzt anhand heute, ne, wie schaut so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Also meine Hauptaufgabe und mein täglicher Ablauf ist immer hauptsächlich Fittings. Ja, also die kommen mittlerweile echt deutschlandweit gestreut, kann man so sagen. Österreich, Schweiz waren auch schon einige da. Viel Materialpflege und ich muss natürlich die ganzen Fittings auch nachbearbeiten. Das heißt, die ganzen Bestellungen dann oder an die verschiedenen Händler schicken. So, pass auf, der kommt von dem und dem Golfclub, das geht da alles wieder zurück. Und jetzt vor allem dann im Winter, wenn du mal da an die Wand rüber leuchtest, ich meine, ihr kennt das ja wahrscheinlich schon, die ganzen Schäfte und da alles, da greifen sich halt die Griffe so mal durch die Saison ein bisschen ab. Jetzt darf ich da den ganzen Winter dann mal so ein bisschen durchgrapschen, wo müssen neue Griffe drauf, dann wechsle ich da die Griffe aus, dass halt alles immer up to date bleibt quasi. Ne? Das ist ja eh auch schon ein Wahnsinn. Sag mal, wie viele verschiedene Schäfte habt ihr hier? Hast du hier? Ich habe es mal durchgezählt, es sind glaube ich so um die 300 rum, aber es kommen ja im Frühjahr, kommt ja was Neues. Und dann gibt es auch eine neue Schaftmatrix, nennt sich das. Das heißt, dann wird auch noch so ein bisschen andere Schaftsachen kommen dann auch noch mit rein. Dann muss halt wieder aussortiert, einsortiert, neu markiert und dann, ja, so ein Warenbestand wird halt dann quasi gemacht. Ja, und da gibt es dann wirklich alles an Material. Also hier Ventus sagt euch vielleicht was, was auch sehr spannend ist, dazu irgendwann auch noch mal mehr, ganz bald mehr sogar, TPT. Echt spannender Schaft, mit dem wir uns auch noch auseinandersetzen werden. Ne? Ja, das kommt noch. Kommt noch, genau, in einem der nächsten Videos. Und da hat Flo nämlich, ich kann es ja schon mal ganz kurz spoilern, hat hier nämlich auch noch on top so ein kleines Köfferchen. Aber da verraten wir jetzt nicht zu viel. Also da kann man nämlich so ein bisschen reingucken in so einen Schaft. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Aber das machen wir. Das sieht aus wie so ein Atomkoffer, oder? Naja, ich bin total fasziniert. Und ganz kurz, da sind wir die letzten Male viel zu wenig drauf eingegangen, die Bags, die da hinten stehen. Da sind ja ein paar richtige Schätze dabei. Ja, vor allem musst du mal jetzt nach links schwenken, wo John Rahm steht. Und da steht Johns Major Bag von den Masters, wo er gewonnen hat, mit der Originalunterschrift drauf. Tatsache. Aber ja, hat er dann, mit dem hat er aber nicht gearbeitet. Also das ist, nein, ja, das ist nicht, ne? Das, also, mit dem er wirklich dann gespielt hat. Aber ja, genau diese Tasche, und die hat er dann handsigniert. Aha. Und natürlich steht die dann neben ihm quasi. Ja. Und was passiert mit sowas? Also ist das dann einfach nur so ein bisschen Deko oder kann man sowas auch kaufen, gewinnen? Was macht ihr mit den Bags? Also die sind jetzt vorerst mal geplant nicht verkäuflich. Ich glaube, ich habe es vorher schon mal erwähnt. Man muss ja auch so immer gewisse Begehrlichkeiten weckeln. Ja, ja. Es gab die Taschen, die du da drüben alle siehst, da waren welche früher auch noch in limitierter Stückzahl im freien Verkauf.
Also ich muss ja ehrlich sagen, mein Highlight ist das, ich bin ein riesen Beatles-Fan. Ehrlich? Und in, ja, total. Ich höre die auch immer noch, immer wieder, gibt es so Beatles-Phasen bei mir, weil ich meine, die Beatles sind einfach mega, oder? Schreibt mal eure Lieblingsband unten in die Kommentare. Aber wir sind heute hier, um uns dem Thema Putter zu widmen. Das war in der Saison leider was, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Also da habe ich die meisten Schläge verloren. Ich kann euch nicht mal genau sagen, woran es lag, weil Flo mich auch gerade gefragt hat, warst du zu lang, warst du zu kurz, warst du zu weit links, rechts? Das können wir vielleicht jetzt gleich uns mal angucken. Ne? Ja, das ist halt immer so ein bisschen, eigentlich, man nennt das immer das Pre-Fit-Interview, das ist fast das gleiche, wie man es im Golfunterricht macht. Du fragst erstmal, okay, was ist denn los, woran hapert es denn der eigenen Einschätzung nach? Deswegen frage ich am Anfang immer, gefühlt hat er eher Längen- oder Richtungskontrolle. Es ist nicht zwingend immer so, dass die Leute, die ihre eigenen Einschätzungen geben, dass die auch richtig sind. Deswegen kurz mal interviewen vorher und dann machen wir jetzt dann mit dir auch ein paar Patzen mit dem eigenen Putter, den wir ja jetzt dann hatten. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die Puttbewegung und dementsprechend der Putter dazu entwickelt hat. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung wir dann gehen oder wo wir Verbesserungsansätze finden. Und was auch noch ganz interessant ist, und das machen wir zum Schluss, ich spiele in dieser Saison den Ball Chrome Soft X mit Triple Track Technologie. Das sind diese drei Linien. Habt ihr sicher schon mal gesehen. Vielleicht spielt ihr sogar mit einem von denen. Echt ein guter Ball und da kann man perfekt ausrichten. Und was das wiederum ausmacht, zeigen wir später auch noch. Da hat Flo nämlich hier ein kleines Hilfsmittel, weil Ausrichtung des Balls ist extrem wichtig. Stimmt's, Flo? Absolut. Und das zeigen wir. Wir können es beweisen. Also, Flo, du hast es vorhin schon so schön gesagt. Gut Golf. Gut Golf. Los geht's. Wir werden es jetzt so machen. Wir machen mal so 3, 4, 5 Putts. Ich weiß, du investierst ja viel Zeit und Muse in das Ganze. Wie viel Zeitaufwand kam so dieses Jahr fürs Putten? Kaum. Ich habe ja jetzt auch während der Saison eigentlich kaum trainieren können, weil ich immer nur die Runden gespielt habe. Wenn ich dann mal trainiert habe, war ich einfach auf der Range und habe am Schwung gearbeitet. Aber Putten, hinten raus immer mal noch so 10, 15 Minuten. Aber das ist dann auch, ich weiß nicht, das kennt ihr. So ein bisschen Alibi eigentlich, ne? Ja, und vor allem so ein bisschen vor mich hin einfach so, ohne dass ich mich jetzt hingestellt habe und mit dem System geübt habe, sondern ich habe halt einfach geputtet. Okay, alles klar. Vielleicht werden wir dann den einen oder anderen Ton noch über die Technik verlieren, dass wir das Ganze ein bisschen optimieren können. Ja. Aber wir werden jetzt mal sehen, wie sich die Bewegung jetzt über die Saison entwickelt hat und ob das, was wir da haben, noch passt oder was er jetzt für Daten ausschmeißt. Ja. Schaut mal, also hier ist die Puttingmatte. Das ist so eine ganz handelsübliche Puttingmatte, die kann man kaufen. Und hier steht der Foresight GC Quad und der misst, ne? Genau, der misst. Der hat 4 Hochgeschwindigkeitskameras, der zeichnet alles auf. Du kannst nichts verbergen. Nichts verbergen, alles klar. Vorsichtig, die Puttmatte ist relativ schnell. Mhm. Wie viel Stimp? Ich schätze mal so auf 10. Aber wir mussten mit der Puttmatte hier arbeiten, weil der Teppich, der hier daneben liegt. Aha, ist zu schnell. Da haben wir bei dem BMW Open, waren die Greenkeeper von der Tour hier herin und haben hier quasi gemessen, wie viel Stimp das hat. Der war bei 13. 13? Das ist dann fast ein bisschen unspielbar. Das ist dann zu viel einfach. Ich habe dich ja vorher schon gefragt, dass die Kamera noch nicht lief. So wirklich verifizieren kannst du jetzt so beim Putten nicht, sagt nur Länge oder Richtung oder ich schiebe sie alle links vorbei oder rechts vorbei oder gibt es da irgendwas? Es ist tendenziell eher Längenkontrolle. Eher Längenkontrolle? Eher die Längenkontrolle. Okay. Ich würde sagen, so die Richtung, klar bin ich dann mal rechts, links, knapp am Loch vorbei, aber es ist eher so, dass ich entweder viel zu kurz bin oder halt zu lang. Aha, okay. Dass ich damit einfach immer zu kämpfen hatte. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das trifft sich gut, weil genau in diese Scharte sticht nämlich eben die neue Putteriege rein. Weil das haben wir jetzt eigentlich fast noch gar nicht gesagt, glaube ich. Warum machen wir heute ein Putter-Fitting? Es gibt nämlich neue Putter. Richtig. Von Odyssey. Und zwar mit künstlicher Intelligenz. Ne? Und deswegen sind wir heute hier. Du trackst jetzt gerade noch mit, oder? So. Genau. Wir machen jetzt, sagen wir mal, noch einen Putter und dann schauen wir uns mal die ganzen Ergebnisse an, die wir jetzt da vorab mal haben. Also die waren jetzt alle okay, würde ich sagen. Waren alle im Loch. Jetzt du musst immer verifizieren, ob du ergebnisorientiert arbeitest oder prozessorientiert. Und ganz klar steht jetzt halt hier am Anfang, wenn es ums Material und vielleicht auch um die Schwungtechnik geht, muss in allererster Linie immer der Prozess stehen. Das Ergebnis wird dann das Endergebnis davon sein. Ja. Wie gut ist eigentlich dein Putting-Spiel? Ziemlich gut, ne? Du bist gut im Putten. Da sind wir wieder bei der Tagesform. Ich habe heute in der Früh, bevor ich das Arbeiten angefangen habe, habe ich so ein bisschen selber Recherche gemacht und selber mit mir ein bisschen gearbeitet. Und es ist echt erstaunlich, wie schlecht man sein kann, wenn man nichts macht. Ja. Und wie viel du trotzdem über kleine Kniffe und auch Material, vor allem beim Putter auch, da ist so viel Steigerungspotenzial drin. Also wir haben jetzt 4 Putts gemacht und was für mich das Eindeutigste ist, woran wir als erstes mal arbeiten müssen, das ist hier die Treffpunkte. Mhm. Also die sind alle viel zu sehr an der Spitze vorne. Mhm. Ja? Wenn du einen Putter an oder nicht in der Mitte triffst, hast du halt immer einen gewissen Prozentsatz an
Energieverlust. Mhm. Ja, das heißt, wenn du sagst, ja, ich habe eigentlich schon im Regelfall Längenkontrollprobleme, jetzt sagen wir mal, du schlägst 5 Putts aus der Mitte des Schlägerblattes, jetzt geht der Ball 3 Meter. Mhm. So. Jetzt schlägst du aber mal ein paar, die an der Hacke oder an der Spitze sind, jetzt geht er mit demselben Energieaufwand vielleicht nur 2,70 Meter. Mhm. So, jetzt gewöhnst du dich an das. Mhm. So, dann bist du immer, puttest auf 2,70 Meter, 70, mittendrin triffst du dann wieder einen in der Mitte und dann ist der wieder zu lang. Ja. Ja, und deswegen ist eben die Mittigkeit des Treffens, die ist halt für Längenkontrolle extrem wichtig. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt eine neue Putter haben. Du siehst hier die Schlagflächen, die Rückseiten der Schlagflächen dieser Putter. Und die siehst du durch diese ganzen Erhebungen, die sind von einer künstlichen Intelligenz berechnet worden, um eben die Daten in Material umzuwandeln für die höchstmögliche Verzeihbarkeit der nicht getroffenen Bälle. Mhm. Übersetzt heißt es jetzt, wenn du mal einen Ball nicht in der Mitte triffst, mal Hacke, Spitze oder sonst irgendwo, hast du so gut wie keinen Energieverlust in der Längenkontrolle. Ja, und es gibt auch mittlerweile, seitdem die Putter raus sind, so einige unabhängige Tester und Fitter, die das in ihren Putt-Studios die Dinger getestet haben. Und müsst ihr euch mal anschauen im Internet, die Videos, die Ergebnisse, die sprechen für sich, muss man ganz klar sagen. Und das sind jetzt, es gibt zwei verschiedene Flächen? Richtig, genau. Ich habe hier die, sagen wir mal, die goldene, das ist die sogenannte Mild, die gefräste Schlagfläche, die bietet ein bisschen, wir sagen, ein bisschen einen Firm-Touch, das heißt, die Rückmeldung ist ein kleinen Ticken härter, geht auch ein Ticken schneller weg von der Schlagfläche. Mhm. Und das White-Hot-Insert, das ist ein bisschen weicher, so der Soft-Touch eher. Also was mir auffallen ist, was ich zum Beispiel jetzt hier nicht drauf habe, sondern was ich gesehen habe, als ich in deiner Verlängerung stand. Mhm. Wir haben ja bei dir damals einen 36-Inch-Putter gefittet. Mhm. Ja, was jetzt auffällig ist, und deswegen ist es auch immer mal wieder gut, Material, das man hat, zu kontrollieren, weil man ändert mal das Setup, man ändert die Bewegung. Deswegen habe ich gefragt, ob du daran gearbeitet hast. So wie es jetzt den ersten Eindruck macht und wie du im Setup gestanden bist, scheint der Putter im Moment zu lang zu sein. Zu lang? Ja. Mhm. Also siehst du, die Treffpunkte sind eher an der Spitze. Mhm. Und man hat es auch gesehen, ich gehe mal schnell hier rüber und klaue deinen Putter. Mhm. Als du im Setup warst, die Augenlinie war nicht zwingend über der Balllinie. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, das heißt, wenn du natürlich dann, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, wenn ich dann so weit wegstehe, wirst du auch tendenziell eher dort eine größere Schwungbewegung, also Bahnbewegung machen und die Treffpunkte werden eher spitziger werden. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, ob man das über das Setup und oder über das Material, sprich über die Schaftlänge, ob wir das variieren können, dass wir dann die Treffpunkte im ersten Schritt mal deutlich mittiger anpeilen. Gäbe es noch länger als 36 Inch? Kommen im Februar. Ja, es kommen im Februar kommt ein neuer Launch. Ich glaube, ich kann schon so viel verraten, dass es wird einen Armlock-Putter geben. Mhm. Ja, der ist dann 38 Inch lang. So Bernhard Langer at its best. Ja, wobei, das ist ja ein super langer gewesen damals, oder? Ja, der Broomstick kommt auch wieder neuer. Broomstick ist dann, ich glaube, 40 und 42 Inch. Ja, und die Armlock-Putter sind 38, die sind hier. Mhm. Da ist halt so ein bisschen die Idee, dass du hier das Counterbalance-Gewicht dann hier als Stabilisierung da nehmen kannst. Ja, okay. Ja. So der Putter-Kopf, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Ich habe jetzt den Blade-Kopf. Genau. Würdest du da auch sagen, macht Sinn? Würdest du einen anderen empfehlen oder... Also jetzt, was ich hier zum Beispiel sehe, das siehst du im oberen linken Bild hier, siehst du es hier, die Schwungbahn ist eher deutlich innen, also sieht noch im Moment so aus, dass du eine Arc-Bewegung machst, also sprich innen. Mache ich Gefühl, also daran denke ich aber auch so ein bisschen. Okay, ja, es sind ja grundsätzlich, muss man wissen, beide Schwungtechniken richtig. Mhm. Also Inside-Inside und Square-to-Square sind vom technischen Level her gesehen beide korrekt. Mhm. Ja. Gibt es da besser, schlechter? Nee, es ist spielerabhängig. Ob besser, schlechter, das kann man jetzt so nicht klassifizieren. Also Arc, mit Arc meinst du Bogen, ne? Also, aber den versuche ich auch zu zeichnen. Das gelingt ja ganz gut. Was da immer wichtig ist, im Verhältnis zu setzen, wenn ich eine Arc-Bewegung mache, wie kommt die Schlagfläche im Treffpunkt an? Ja. Ja, und das ist jetzt hier, die Schlagfläche, die ist 0,4 Grad geschlossen. Mhm. Das ist okay. Der Ball startet jetzt 0,7 Grad nach rechts. Das heißt, die Schwungbahn innen, das ist fast ein bisschen viel. Wobei, das sind solche Nuancen, da würde ich mal tendenziell eher auf Schwungtechnik gehen, als jetzt komplett alles nur übers Material zu regeln. Mhm. Ja. Aber ich würde jetzt mal hier als erstes anfangen mit einem Inch kürzer, mit 35 Inch, dass wir als erstes mal die Treffpunkte zentraler kriegen. Mhm. Wir haben ja hier jetzt einen, den du damals gekriegt hast, das ist ein extremer Toe-Hang. Das heißt ja, ich würde jetzt mal so, weil mir das fast ein bisschen zu viel ist mit Inside, mal ein bisschen reduziert in so einen Mini-Toe-Hang. Mhm. Noch nicht face-balanced, aber in so einen Mini-Toe-Hang. Mal schauen, wie sich das Ganze dann auch auf die Schlagfläche auswirkt. Das heißt, jetzt gehen wir an die... Jetzt gehen wir an die Waffen. An die Waffen, da stehen sie nämlich alle. Ja. Komplett, also die alten werden jetzt dann auch gar nicht mehr verkauft, sondern... Also wir haben jetzt noch, wir haben auf jeden Fall die AI-1 und AI-1 Mil sind jetzt im Programm. Was es noch gibt, es sind auch die sogenannten White Hots.
Die werden noch im Programm sein. Frage vorab, Sebastian, ich weiß, du hast ja jetzt einen Blade-Putter. Bin ich natürlich auch am sexiesten, aber ich bin auch offen für... Das war jetzt also eben die Frage, weil die Optik und das Wohlgefühl spielt beim Putter eine extrem hohe Rolle, meiner Meinung nach. Ja? Mhm. Das heißt, dir wäre es am liebsten jetzt erstmal von der Optik, geben wir mal deinem Gefühl nach am Anfang, gehen wir mal in einen Blade-Putter rein, der nicht zu toe-hanging ist. Mhm. So, wir fangen jetzt mit einem AI One an, Number One Double Wide. Das heißt, du siehst das schon. Er ist ein Ticken breiter als jetzt ein klassischer Blade-Putter, hat aber die Form eines klassischen Blade-Putters. Ja. Und du siehst das jetzt auch hier am Eingang, der hat einen Double-Band-Hosel und damit ist der so ein Mini-Toe-Hang. Siehst du, da geht die Spitze nur minimal runter. Ja. Und dadurch schauen wir jetzt mal, ob wir da die Schwungbahn ein bisschen reduzieren können und ob wir über die Länge die Treffpunkte stabilisieren. Also vom Gefühl her, da ist jetzt die neue Schlagfläche ist da jetzt drin. Genau. Also ich finde schon, es kommt gleich extrem viel mehr raus, als ich so gewohnt bin. Na, der ist geschenkt. Schau mal, was zum Beispiel noch zwei Putts gleich relativ gut sehen kannst, ist, das war jetzt der vorletzte gerade. Ist ja der Treffpunkt ist schon mal in die Mitte gerutscht eher. Ja, krass. Das ist schon mal deutlich besser. Mhm. Ja, anderen waren, das tut jetzt nicht so weh, aber es ist halt ein Unterschied. Der war mittiger getroffen jetzt. Ja. Ja. Was mir persönlich noch ein bisschen viel ist, dass das so offen ist der Arkbogen. Mhm. Da werde ich jetzt mal als Trainer antworten, ich würde ihn nicht so stark forcieren. Mhm. Ja. Okay. Weil du musst halt überlegen, je mehr du das machst, desto mehr brauchst du auch wieder eine Retourbewegung im selben Sinne. Mhm. Und die Gefahr ist halt dadurch einen ganz kleinen Ticken höher, dass die Schlagfläche halt auch gern mal nicht so ankommt, wie man es gewohnt ist. Okay, also weniger arg. Du hast ja jetzt einen Putter in der Hand gehabt, der einen Mini-Toe-Hang hat. Ja? Ich werde jetzt gleich nochmal einen Putter in die Hand geben mit einem Mini-Toe-Hang, nur mit einem größeren Kopfvolumen, dass der Kopf automatisch ein bisschen mehr Massenträgheit hat. Mhm. Dass du eben weniger da ein bisschen rumspielen kannst. Genau, richtig. Mhm. Das ist jetzt die Number 7, den kennt man immer. Das ist einer unserer Klassiker mit diesen zwei Hörnern hier hinten raus. Ja. Und der hat jetzt ein sogenanntes Crank-Hosel. Da siehst du diesen Absatz hier. Mhm. Und das ist auch so ein Mini-Toe-Hang. Mhm. Hat aber aufgrund vom Volumen des Putters und durch das, dass die Zacken da hinten rausgehen, das Gewicht da hinten, ist der halt ein bisschen träger. Ja. Fühlt sich natürlich auch gleich danach an. Ich werde jetzt mal drauf, das ist natürlich für die, die sich nicht bücken wollen, hier auch angenehm. Das ist ja mal das Allerwichtigste. Ne? Ich glaube, das haben wir zum Beispiel beim letzten Putter-Fitting auch schon besprochen. Ich kann dir auch da hinten so einen Pfropf drauf machen, ne? Dann kannst du den... Sepp Meier hat sich selber eine Wasserwaage hier auf dem Putter gebaut. Echt? Ich weiß aber nicht, ob das regelkonform ist. Natürlich nicht, aber er spielt ja keine... Natürlich sagt, nicht. Ihm ist es wurscht. Ich glaube, unerlaubtes Hilfsmittel nennt man das. Das ist krass, was da rauskommt. So gefühlt habe ich sehr, sehr viel weniger Input reingesteckt, als was dann letztendlich also wieder rausgezischt ist. Was ein wichtiger Indikator immer ist, ich weiß nicht, auf dem Video hört man das wahrscheinlich nicht, der war besser getroffen, man hört das schon auch. Ja, es gibt halt ein bisschen anderen Klang. Es ist ein bisschen geklackt. So. Ja, genau. Und wenn du jetzt das ansiehst, siehst du, die anderen, die waren auch besser mittig getroffen, ein bisschen tief, der war jetzt deutlich besser in der Achse drin, von der Treffenmittigkeit her. Ja. Die Arc-Bewegung wird kleiner. Da habe ich jetzt auch drauf geachtet. Ja, aber es ist halt trotzdem Fakt, wenn die Arc-Bewegung nicht aktiv forciert wird, sondern wenn du das natürlich passieren lässt, wird halt auch die Auswirkung der Schlagfläche minimaler werden. Die ist nur noch 0,4. 0,4 Grad. Das ist, jetzt wenn wir mal den Vorgänger nehmen. Ja, der hatte 1,6. Das ist halt 1,6. Ah, ja. So, das ist mal ein Viertel weniger. Ja. Okay. Okay, krass. Also so erster Eindruck mal noch ein Putt. Ich meine, da darf man nicht gleich durchdrehen, noch einen Putt. Aber so erster Eindruck war nicht so schlecht. Also du meinst, ich sollte mich jetzt noch nicht auf der PGA-Tour anmelden? Das Schöne ist, auf der PGA-Tour kann man sich nicht anmelden. Da muss man sich qualifizieren. Das stimmt. Weil ich glaube, sonst hätten die Anmeldungen en masse. Der hat sich wieder gut angehört, hat extrem viel Power. Was jetzt ganz interessant passiert, und das ist auch die Stärke jetzt von diesen neuen Puttern, du siehst jetzt halt da am Bild, der war echt an der Spitze erwischt. Ja, der war echt an der Spitze erwischt. Und jetzt zeige ich dir mal kurz, was du siehst hier oben. Genau, hier oben siehst du es, da steht die Efficiency. Aha. Das heißt, wie wandle ich Schlägerkopfgeschwindigkeit in Ballgeschwindigkeit um? Mhm. So, wenn wir den vorher nehmen, der war mittiger getroffen. Und die Efficiency war sogar einen ganz kleinen Ticken niedriger. Was ist da ein guter Wert? Gibt es nicht guten Wert? Gibt es keinen guten, sondern es ist ja immer davon abhängig, wie schnell schwingst du und was kriegst du für die Geschwindigkeit raus. Ja.
Ja, das ist natürlich, je höher die Zahl nach dem Komma steht, desto besser ist es. Mhm. Ja, aber du siehst zum Beispiel bei einem Spitzentreffer jetzt halt hier, hast du keinen Längenverlust, der rollt genauso stabil weiter. Ja. Rein jetzt mal vom Setup her gesehen, stehst du aus meiner Sicht besser am Ball. Mhm. Weil wie gesagt, das Setup ist besser, die Augenlinie ist besser über dem Ball. Ja. Muss man aber fairerweise auch sagen, wie fühlt es sich an für dich? Weil du musst mit dem Ding natürlich auch spielen und das Setup auch einnehmen können und halten können. Also gut, prinzipiell eigentlich gut. Jetzt pass auf, ich bin jetzt mal so frei und greif mal kurz ein jetzt gleich beim nächsten Ball. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt gehen wir einen ganz, ganz kleinen Ticken näher ran. Mit den Füßen? Ja, genau. So, aufsetzen das Ding. Und jetzt gehst du mal aus den Knien und ein bisschen aufrechter. Genau. Das merkst du, was dann passiert? Was dann passiert ist, die Hände gehen hier ein bisschen höher. Mhm. Ja? Mhm. Weil du brauchst, das ist jetzt eine Schwungtechnik, das hat mit dem Material nicht viel zu tun, du brauchst hier ein bisschen mehr Stabilität. Weil immer wenn du bist ein großer Kerl und große Menschen neigen immer dazu, sich kleiner zu machen. Und wenn du dann die Hände so tief hast, dann ist halt hier die Möglichkeit von viel Aktion im Handgelenk echt gegeben. Also das, was man vermeiden möchte, ne? Eigentlich ja. Mhm. Ich meine, natürlich funktioniert es auch mit Gefühl nur zu putten. Muss man aber ehrlich sagen, dann brauchst du extrem hohe Wiederholungszahlen. Mhm. Ja, auf gut Deutsch gesagt, dann musst du üben ohne Ende. Naja. Das ist ja, wenn du das jetzt hier siehst, jetzt haben wir deine Hände mal oder das Setup ein bisschen aufrechter gestellt. Der Arkbogen ist ein Ticken kleiner. Mhm. Und was mir dann besser gefällt, dass das hier sollte eben meiner Meinung nach so ein bisschen neutraler werden. Ja. Ja, Treffung war ganz gut, der Leihwinkel war nicht der so aufregend. Der Leih ist komisch, gell? Ja. Wir gehen jetzt mal, mach mal noch ein, zwei. Ich suche dir in der Zwischenzeit mal was raus. Was haben wir hier? Das ist jetzt mal ein Face-Balance-Putter. Weil, wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, ein reines Materialfitting nur zu machen. Es ist immer so ein bisschen gemischt zwischen, weil ich muss natürlich die Schwungbewegung auch mit einbeziehen in das ganze Thema. Weil wenn ich das mal so offen sagen darf, es muss auch noch, du müsstest dich schwungtechnisch auch ein bisschen mit dem Putten auseinandersetzen. Ja. Da ist noch Luft nach oben. Ja, absolut. Ja. Näher ran, Sebastian. Noch mehr. Also eins der wichtigen Sachen ist wirklich Augenlinie über dem Ball. So ist sie jetzt. So ist gut. So ist gut. Ja, weil wie gesagt, was wir vorher schon besprochen haben, was halt als erstes funktionieren muss, ist, dass die Treffpunkte mittiger werden. Und man sieht auch ganz klar, bei 35 Inch und einem Setup, wo die Augenlinie sich über dem Ball befindet, was neutral wäre, wirst du die Treffpunkte immer wiederholt in der Mittelachse drin haben. Mhm. Ja? Alles, wenn du deine Längen- oder deine Distanzkontrolle vom Setup her nicht hinkriegst, wirst du immer wieder Spitzentreffer haben. Wahrscheinlich hast du dich auch halt so ein bisschen, das ist so ein schleichender Prozess, der da passiert. Mhm. Ja, das kriegst du gar nicht wirklich mit. Was als nächstes ansteht, also das hier würde ich ganz klar über die Länge und über das Setup regeln. Mhm. Länge des Schlägers und das Setup des Spielers. Mhm. Ja? Da kriegen wir die Treffpunkte mittig gut hin. Was jetzt hier noch zu tun ist, die Arc-Bewegung, die ist natürlich drin, die werde ich auch nicht bei einem Spieler aktiv ändern. Mhm. Ja? Was wir aber hier, wir werden tatsächlich in einen Mini-Toe-Hang reingehen, nicht in einen Voll-Toe-Hang, weil sonst wird es zu viel bei dir. Mhm. Ja? Weil du sonst einen leichten Hang dazu hast, das zu aktiv zu machen. Mhm. Und dann werden wir die Ballposition auch noch ein bisschen ändern, weil wir müssen die Schlagfläche, die muss gerade hinkommen. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, bei einem Arc-Bogen hier den Bogen hast. Ja? Jetzt, wenn du die Ballposition hier hast, in der Mitte, dann theoretisch ist er dann quer wieder hin oder leicht offen. Mhm. Wenn ich sie jetzt weiter rechts im Stand lege, bleibt der Schläger immer noch offen. Wenn ich sie weiter links lege, hat er eine Hundertstel länger Zeit, sich zu schließen. Ja. Ja. Deswegen, wie gesagt, ist es immer so ein bisschen ein Misch aus Materialfitting und auch dem ein oder anderen Setup-Thema und sowas. Ja. Okay, aber der ist es gefühlt auch irgendwie nicht. Also nee, das ist. Fühle ich mich auch nicht so. Das ist, weißt du, beim Fitting musst du auch ab und zu mal Sachen machen, in eine andere Richtung gehen, um das dann auch wirklich zu 1000% ausschließen zu können. Ja. Ja. Ich präpariere dir jetzt gerade mal noch einen anderen Putter. So. Damit der Foresight das erkennt, klebst du da die Pünktchen drauf, ne? Ja, genau, richtig. Der Foresight, der arbeitet ja mit 4 Hochgeschwindigkeitskameras. Mhm. Und wenn ich da keine Reflektoren drauf habe, dann misst der grundsätzlich nur Balldaten. Und ich könnte auch nur einen Sticker drauf machen, dann misst er mir halt nur Schlägerkopfgeschwindigkeit und solche Sachen. Aber wir wollen ja, wenn er voll beklebt ist, wir brauchen ja zwingend Eintreffwinkel und vor allem die Hit-Location, also den Treffpunkt. Mhm. Den brauchen wir ja zwingend.
Wir bleiben aber bei 35 Inch. Wir bleiben bei 35 Inch. Mhm. Fühlst du dich wohl damit? Ja. Ja. Also wie gesagt, die Treffpunkte und das Setup, das sieht eigentlich gut aus. Ja. Was du jetzt in die Hand kriegst, ist auch eine Nummer 7, eine 7T, allerdings in der Mild-Version. Nick Pauli gefällt das. 7T. Oh ja, genau. Siehst du, den braucht er eigentlich. Ja, ne? Eigentlich schon. Ne? Den braucht er. Schöne Grüße, Nick. Der ist einen kleinen Ticken schwerer als die Number 7, den wir gerade vorher gehabt haben. Mhm. Ja? Okay. Hat er sich schön angehört, nicht, gell? Ja gut, da hast du jetzt eben das Mild-Insert drin, mhm, was einen Ticken härtere Rückmeldung das auch Goldene. Gibt. Das Goldene. Ja, okay. Also ja, aber du siehst jetzt auch wieder hier, wie gesagt, Setup und Länge, das ist wunderbar. Das passt wunderbar von den Treffpunkten her. Und was wir vorher auch schon mal hatten, den Effekt bei einem Mini-Toe-Hang, wird es neutraler, überschaubarer. Mhm. Alles andere wirst du zu aktiv. Mhm. Ja. Siehst du, die Schlagfläche ist immer noch offen. Allerdings ist es relativ einfach zu erkennen, warum. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn du die Ballposition in einer gewissen Art und Weise hinlegst, in einer Arc-Bewegung, ist halt dann die Schlagfläche eher offen, square oder geschlossen. Mhm. Also bei dir passt die Ballposition auch deswegen nicht, weil du siehst, die Schlagfläche ist tendenziell immer eher ein bisschen offen. Mhm. Und die Bestätigung dafür ist immer, du triffst den Ball tendenziell auch ein bisschen zu viel in der Abwärtsbewegung. Ja? Mhm. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir die Ballposition jetzt ein bisschen weiter nach links verlagern, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einen linken Fuß. Weiter zum linken Fuß rüber. Ja. Okay. Das heißt, dass wir ihn ein bisschen neutraler, vielleicht sogar minimal in der Aufwärtsbewegung treffen und dass wir die Schlagflächenkontrolle hinkriegen. Mhm. Ja. Pro-Tipps und Fitting in einem. Ja, wie gesagt, beim Putter muss man da deutlich mehr mischen von dem Ganzen. Hat sich gut angefühlt vom Treffpunkt her. Schon wird es auch gleich wieder ein bisschen neutraler, nicht mehr ganz so viel Abwärtsbewegung. Wie ist denn hier jetzt die Rückmeldung vom Kopf und vom Gewichtung her? Ist das angenehm? Ja. Das also sieht jetzt besser aus. Jetzt treffe ich ihn aufwärts, oder? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Mhm. Wobei man, wie gesagt, natürlich kann man mit dem Material den Spieler unterstützen. Mhm. Man muss auch ganz klar sagen, ein paar Sachen muss der Spieler auch machen. Naja, klar. Ja, also, wenn wir hier einen Putter hätten, der alles heilt und jeden einlocht. Dann könntest du dich nicht mehr retten vor Terminen. Ja, den müssten wir ja theoretisch gar nicht fitten. Den kannst du ja dann einfach rausgeben, wenn der von allein ginge. Also das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut, was ich jetzt da von der Wiederholbarkeit her auch sehe. Es wird deutlich neutraler hier, die ganze Kiste. Ja. Das ist jetzt, haben wir hier mal noch so eine Richtungsabweichung von 0,6 Grad. Mhm. Ja, das ist jetzt auf so 3-4 Meter, geht der schon noch rein. Natürlich bei 10, 12, 15 Meter ist 0,6 Grad, naja, ist halt dann durch. Ja. Immer ausgehend davon, dass es ein schnurgerader Putt ist und wir die richtige Linie haben und alles. Ja. 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 Aber das ist halt im Rahmen. So wie die Kleinigkeit hier noch so ein bisschen Aufwärtsbewegung, ein bisschen weniger die Luften. Das sind halt dann Sachen, die der Spieler und sein Coach auch ein bisschen regeln müssen. Mhm. Aber im Moment gefällt mir das Ding hier am besten, auch der Kopf her, weil der einen kleinen Ticken schwerer ist als der Nummer 7 von AI One. Allerdings würde ich dich jetzt mal bitten, mal zwischen den beiden den direkten Vergleich zu ziehen. Ja. Ist der optisch für dich auch okay? Da überlege ich gerade irgendwie noch. Ja, weil ich hab mir das schon gedacht, wie es jetzt da gerade drauf schaut, da muss ich nochmal nachhaken. Ich überlege irgendwie noch. Also ja, irgendwie schon. Also ein bisschen, der fühlt sich ein bisschen weicher an als der 7T. Sorry, Nick. Aber ein bisschen schwerer schadet dir nicht. Schadet mir nicht, ne? Nee. Also ja, es ist auf jeden Fall schwerer, der direkte Vergleich. Ist ja, aber was heißt, der Kopf ist ein Ticken lastiger. Also naja, kopflastiger. Ja. Genau. Schau mal, nur mal jetzt zum direkten Vergleich. Der fühlt sich besser an. Ich meine, der Schwung, der kann nicht, klar hat jeder Schwung Varianzen drin, ja, aber es kann nicht auf einmal da und weg sein. Ja. So, pass auf. Das war jetzt der letzte gerade eben mit dem schwereren Kopf, mit dem 7T, mit dem Mildkopf. Mhm. Ja, wenn du jetzt anschaust, Treffpunkt und Startphase des Balles, Schlagfläche, das ist gut unter Kontrolle. Mhm. Im Vergleich dazu, das war der Vorgänger, ja, mit dem anderen. Ja, da ist mir dann zu viel Spielraum hier. Ja. Ja, und die Aufgabe vom Fitting oder sprich vom Material ist ja, das Ganze so weit wie möglich einzugrenzen,
dass der Spieler halt so wenig wie möglich machen muss. Mhm. Ja? Also der Unterschied ist halt... Ja, zwischen den letzten beiden auf jeden Fall. Ist deutlich, genau. Mhm. Was gäbe es denn, der Blade Putter, ja, der mit dem ganz breiten, der ist dem nicht ähnlich, ne? Rein von dem Toe-Hang her, in welchem Art und Weise es ist, ist er ihm ähnlich. Der hat halt mehr Massenträgheit, weil halt schlicht und greifend der Kopf mehr ist. Ja. Ja. Aber du kannst ihn gern nochmal, man muss dann auch immer mal wieder auf ein, zwei Sachen zurückgehen, weil du siehst, man produziert relativ viele Schläge und Daten. Das heißt, ja, da hat man dann ab und zu schon mal wieder ein bisschen vergessen, wie denn der vor 10 Minuten war. Vor allem haben wir ja ein kleines bisschen was gefixt, ne? Aber du siehst das gleich wieder. Ja, es ist natürlich bewegen wir uns in einem kleinen Rahmen, aber es ist trotzdem sichtbar. Mhm. Treffpunkt und Schlagflächenkontrolle. Ja. Klar es könntest du jetzt auch sagen, mir ist der einfach vom Mindset her so viel lieber, dass ich mich in den Rest hineinarbeiten muss. Aber mir gefällt jetzt in dem Blade-Kosmos das nicht, dass der so breit ist auch, glaube ich. Okay, also wenn, dann richtig Blade, ja, genau, quasi, ne? Und da muss ich ehrlich sagen, wo ich dir recht gebe, ist, dass der das irgendwie so gefühlt beruhigt. Ja, also, dass genau. Ich dadurch ist stabiler. Etwas stabiler, ja, ist, ja, genau. Weil du musst ja auch überlegen, selbst die Tour-Pros, ja, ich meine, die können ja wirklich putten. Aber selbst die suchen bei sämtlichen Materialien maximale Unterstützung. Mhm. Ja. Super. Voll. Nein, der, ja, fühlt sich sehr schön und stabil an, wenn ich ehrlich, ja, bin. Ja, vor allem, wie gesagt, die Kombination zwischen Treffpunkten und die Kontrolle der Schlagfläche gefällt mir hier besonders gut. Ja. Und ganz offen gesagt, Sebastian, den Rest musst halt mal anpacken dann. Ne? Gut, dann nehme ich den mit. Danke. Ich glaube, ich muss hier noch am Ausgang, weißt du, so diese Scannerteile, ja, ja, hinstellen wie im Warenhaus oder so. Meine Empfehlung, die hast du da in der Hand. Wie gesagt, weil es unterm Strich halt immer um die Stabilität und Wiederholbarkeit geht von der ganzen Kiste. Nein, ich, ja, finde den auch sehr, sehr schön. Also ich muss ehrlich sagen, also ich finde, dass das optisch auch was hermacht, was mir wirklich gefällt. Ich bin ein alter Mann, dass ich mich mit dem nicht mehr bücken muss, sondern kannst halt dann so lässig hergehen. Ich habe ja eh immer meine Kamera so in der Hand, dann gehe ich halt hier so hin und kann hier den Leuten auch noch die Bälle so reichen. Nein, ich finde den echt schön. Wie schaut denn die Hülle aus? Ist ja auch noch ganz entscheidend. Also wie schaut das Ganze aus, wenn es dann im Bag steckt? Das heißt, wir reden über so viele Daten und alles und dann ist das Wichtigste jetzt erstmal, wie die Hülle sowieso aussieht. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Du weißt ja, bei mir geht alles über die Optik. Wozu rede ich hier eigentlich eine Stunde lang immer? Okay. Okay, ist in Ordnung. Mist, okay, ich kann den nicht nehmen, weil mir die Hülle nicht gefällt. Nein, im Ernst. Alles gut. Vor allem, ich finde es einfach witzig, dass es 70 heißt. Das ist echt ein guter Zufall. Das ist echt gut. Ein guter Zufall. Ob das Nick schon weiß? Nein, finde ich wirklich schön. Das heißt, deine Empfehlung wäre dieser Putter. Würdest du damit jetzt auch noch rausgehen, wenn es nicht regnen würde? Heute regnet es nämlich. Ja, heute ist echt heute ist nicht so schönes matschig, Wetter da draußen. Aber sonst teste man ja auch draußen. Ich würde heute sonst im Regelfall auch noch rausgehen, um, ja, eben auch längere Putts, einfach das Gefühl auch ein bisschen zu schulen. Wo sind wir preislich? Was kostet ein neuer AI-Putter von? Also wir sind bei der Mild-Variante sind wir bei 499 Euro, mhm, bei der AI-One-Variante sind wir bei 299 Euro. Okay. Das heißt, du darfst dann da am Ausgang die 500 Euro einfach auf den Tisch legen und ich melde mich. Aber dann darf ich ihn jetzt hier ins Beck auch stecken. Genau. Wir können ja mal gucken, wie das aussieht. Es passt auf jeden Fall farblich besser als hier das bisherige. Das passt auch ganz gut schon, ne? So der Paradigm-Tasche. Ne? Finde ich auch. Es macht irgendwie Sinn. Super spannend, also schon wieder bis hierhin eine Menge gelernt. Ich freue mich, den Putter auszuprobieren. Jetzt muss ich nochmal die Begrifflichkeit genau lernen. Also wie heißt der genau? Das ist ein Odyssey AI One Mild 70. Nick Pauli. 17 merke ich mir. Und die Schlagfläche kann ich mitnehmen und mir eine Kette draus machen, so wie du es gemacht hast, oder? Genau, richtig. Hier. Das ist ein schönes Geschenk für... Da kommt dann auch noch der Name, wird da eingraviert und dein letzten Score auf Marco Simone. Der passt da nicht drauf. Schön, dass du mir das nochmal unter die Nase reibst. Yes. So, ganz wichtig, Ballposition, also beim Putten, ne, das wird immer unterschätzt. Warum es wichtig ist, sich entweder eine Linie drauf zu malen auf den Ball oder aber... Triple-Tracks zu nutzen. Technologie, ja, zu nutzen von Callaway. Was das ausmacht, das wollen wir euch jetzt nochmal zeigen. Ich gebe dir jetzt als erstes mal einen Triple-Track-Ball. Mhm. Den darfst du jetzt mal ausrichten. Also mal schauen. Also ohne Laser, gell? Genau. Ausrichten auf das schwarze... Auf das gedachte Loch da hinten. Ja, habe ich. So, jetzt kommt der Putter dazu. Jetzt legst du den Putter da mal an. Quasi Kimme und Korn spielen. Und wenn du dann soweit wärst, um den Putt zu starten, dann sag mir Bescheid. Bin soweit. Okay, pass auf. So, festhalten, nicht bewegen den Putter.
Bin im Schwarzen. Linkes Drittel ist im Schwarzen, ist im Loch. Mhm. Genau. Mhm. Okay. So, jetzt darfst du mir das Ding wieder geben. Mhm. Jetzt legst du den Ball einfach hin, ohne Triple Check, einfach nur hinlegen, dass du weiße Fläche oben hast. Jetzt versuch über den Putter, so wie es die meisten Leute machen, dich zum Loch auszurichten. Mhm. Fertig? Mhm. Rechte Lochkante. Auch gut. Auch noch gut. Auch gut. Ja. Aber das haben wir das letzte Mal auch gemacht und da war es krass. Vielleicht ist es zu nah, kann das sein? Nee, es ist nicht zu nah, du bist das halt schon gewohnt. Ja, ich bin es. Weil du hast ja das in deiner Routine schon. Und ich drin. Muss sagen, man sieht hier ein paar Linien. Ja. Du kriegst den Laser. Ich habe jetzt hier meinen Ball einfach mal und versuche mich jetzt da mal ordentlich auszurichten. Das ist ja ein schöner Putter. Hör mal. So, jetzt musst du quasi den Ball wegnehmen und den Laser anhalten. Ich halte mal den Putter fest. Drüber. Drüber gechippt. Drüber. Ja, also, weil lustigerweise liegt hier, das sieht man schön, der Putter liegt hier ja, auf. Ja, weil mir das Ding zu lang ist. Ja, aber du drüber. Siehst relativ rechte Lochkante ja, da. Rechte Lochkante. Ja? Okay. So, jetzt dann, Triple Track. Jetzt darf ich mal Triple Track machen. Jetzt darfst du mal Triple Track machen. Okay, ich wäre soweit. Hoffentlich geht der nicht wieder drüber. Unterm Loch deutlich mittiger. Deutlich mittiger. Ja. Sieht man das? Ich glaube, man sieht's. Wobei man natürlich auch sagen muss, je länger die Distanz wird, desto sinnvoller ist es. Klar, ja? Absolut. Oder desto größer siehst du den Unterschied halt natürlich. Ja. Wenn dann viele Leute fragen, ja, bringt das denn was? Schau dir einfach die Jungs auf der Tour an. Mhm. Wenn die sowas machen und die können es einfach mal ein deutliches Stückchen besser als wir zusammen, dann wird es uns auf jeden Fall helfen. Ja. Vielen Dank, Flo, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, immer gern, immer gern. Zum Fitting kommen, hier mitmachen. Good Golf, lasst ein Abo da und verratet uns vielleicht mal, ob ihr schon mal ein Putter-Fitting gemacht habt. Und was mich persönlich interessiert und Flo dann sicher auch, wie viel Zeit ihr investiert fürs Putten, das zu üben. Ne? Zu wenig. Zu wenig. Wie viel machst du so? Noch weniger. Noch weniger, alles klar. So, Flo, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, Good Golf. Ciao.